Trist. In der Firma Aeroflex hat es brennt. Für 50 Mitarbeiter ist darauf aber gar nichts mehr gegangen. Höher Sachschaden und 4 Arbeiter, die ins Spital haben müssen, ist das Resultat. Der Jonas Keller berichtet. Der Aufbachofen hat heute Morgen kurz nach den Nachten für Aufregung gesorgt. Der Stefan Flück war gerade bei der Firma Aeroflex am Arbeiten, wo plötzlich die Produktionsanlage für Kautschuk gebrannt hat. Ja, unsere internen Leute haben versucht, den Brand zu löschen. Und wo man gesehen hat, dass man eigentlich gegen Null runterbringt und Rauchentwicklung gestärkt wurde, hat man die Feuerwehr alarmiert. Dabei waren 4 Mitarbeiter im starken Rauch ausgesetzt. Zur Kontrolle sind sie ins Spital auf Olten und Zofingen gebracht worden, um eine allfällige Rauchvergiftung zu behandeln. Ich hoffe einfach, dass es unseren Mitarbeitern sofort wieder sehr gut geht und dass wir alle miteinander wieder weiterarbeiten können in Rotrist. Die Feuerwehr Rotrist hat die Flammen schnell im Griff gehabt. Mühe gemacht hat einzig die starke Rauchentwicklung. Doch auch das hat man nach 1,5 Stunden gelöst. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100'000 Franken. Kurz nach dem Brand konnten die restlichen Mitarbeiter wieder weiterarbeiten.